Hallo Leute, willkommen zu Gaming spielt Fallout 4. Endlich habe ich dieses scheiß Spiel 10 Stunden lang gespielt. Na gut, das ist schon länger her. Aber es ist endlich auch geschnitten und auf eine halbe Stunde runtergekürzt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich hatte 10 Stunden Material. Ich dachte mir, wie kann ich solche Open-World-Spiele halbwegs präsentieren, damit es nicht langweilig wird. Ich könnte einfach wie in Fallout 3 mit Julia mich hinhocken und einen kleinen Glimpse draus spielen, aber das kann sein, dass es sehr uninteressant wird. Deswegen dachte ich mir, ich werde einfach meinen Spielstand 10 Stunden lang mitschneiden, ihn für euch zusammenkürzen. Und ich wollte das eigentlich jeden Montag machen, aber es hat sich einfach für unmöglich an Kapazität herausgestellt. Und deswegen will ich euch ein kurzes Feedback geben, falls ihr euch nicht die halbe Stunde Zeit nehmen wollt, was ich ganz verstehen kann, und euch vor allem nicht spoilern wollt. Ich zeige euch jetzt den Anfang in relativer Ausführlichkeit und möchte das nutzen, um ein bisschen was über dieses Spiel sagen zu können. Kurzum, wir haben kleine Änderungen im Gameplay, die alle sinnig sind, wie ich finde. Und die wichtigsten will ich herausarbeiten. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Grafik ist hübscher geworden, sie ist bunter geworden. Wir haben dynamisches Wetter drin, wir haben Nacht-Tag-Wechsel drin. Wir haben neue Mechaniken drin, wie man mit Leuten redet. Die Redeoptionen sind jetzt auf die 4 Buttons aufgeteilt und nur noch Hinweise, man klickt sich nicht nur so viel durch Menüs und Textboxen, was deutlich organischer wirkt. Ich mag die deutsche Sprachausgabe. Ich mag, dass der Charakter spricht. Das hat nämlich sehr viel zu dem Humor beigetragen an diesem Spiel. Und wir haben ein leicht anderes Kampfsystem. Wir sehen das erste Mal, dass man, wie man in diese Vault kommt, wie und was jetzt? Man in diese Geschichte einsteigt, ist fast vergleichbar wie Fallout 3. Natürlich nicht so grandios, weil der Moment in Fallout 3, wenn man die Vault verlässt das erste Mal, kann eigentlich nicht getoppt werden. Obwohl es hier schon sehr interessant ist, vor allem weil die Vault auch nach unten geht. Kurz zur Geschichte können wir ja sagen, bevor wir in meine eigene Geschichte einsteigen. Wir haben zwei Charaktere, die wir erstellen können, auch wenn man sich für einen entscheidet, den man dann letztendlich spielt. Ich habe mich für die Frau entschieden, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir können aber auch den Mann ändern. Das hat Auswirkungen auf unseren Sohn, der, wie ich sagen kann, eine wichtige Rolle spielen wird, weil während dieses Kryoschlafs werden wir überrascht, beziehungsweise wir wachen auf und unser Mann wird erschossen und unser Kind wird geklaut. Und das ist unsere Hauptquest. So ein bisschen vertauschter Raum zu Fallout 3, wo man seinen Vater gesucht hat. Jetzt sucht man seinen Sohn, glaube ich, ist es. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine Tochter sein kann, aber ich glaube, es ist immer der Sohn. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Klar, die Grafik ist kein Witcher 3. Dafür haben wir sehr viele Objekte. Diese ganzen Objekte, dieser ganze Müll, den man früher sammeln konnte und mit dem man nichts anfangen konnte, außer Sammelobjekte, die man sich irgendwo ins Haus fallen lassen konnte, sind passé. Mittlerweile kann man alles, was man aufsammeln kann, auch entweder zum Häuser- bzw. Städtebau benutzen, als auch zum Aufwerten von Waffen. Hier sehen wir einen kurzen Auszug aus dem Humor der Fallout-Macher. Das ist natürlich ein Jumpman-Klon, angepasst zur Thematik. Und zwar gegen den eisernen Vorhang. Finde ich ganz witzig. Hier kommen wir jetzt auch schon ein bisschen zum Kampfsystem, was man hier auch sieht. Das finde ich ganz passend. Denn wir haben immer noch das klassische Wets-Menü, was immer noch genauso funktioniert mit einer Kleinigkeit, dass man jetzt Granaten wie in einem richtigen Shooter als sekundär auswählt. Man hat auch hier so ein Schnellwahlmenü, ähnlich wie es bei Borderlands, glaube ich, gibt und bei Skyrim, was mir gut gefällt. Einen überarbeiteten Pitboy, der mir gut gefällt.
Und ich muss sagen, es spielt sich mehr wie ein Shooter tatsächlich. Nicht so extrem, dass das Wettsystem ganz obsolet ist, aber man kann schon deutlich besser manuell spielen wie noch früher, da man, wenn man den Gegner im Visier hat und die Waffe nicht so einen krassen Verzug bzw. Streufeuer hat, trifft man ihn eher noch wie mit dem Wetz-Menü, wenn man ein bisschen Shooter-affin ist, finde ich. Weil im Wetz-Menü hat man halt immer noch diese Zufälligkeit, diese Wahrscheinlichkeit eines Treffers drin. Und dies, wenn man sich nicht entwickelt, natürlich, miserabel, beziehungsweise nicht zu gebrauchen. So, wir reden mit unserem ehemaligen Mr. Handy, der uns sagt, wir sind ganze 200 Jahre im Kryoschlaf gewesen, was wohl nicht ganz normal ist. Und ich gucke mich in meiner ehemaligen Stadt, beziehungsweise Dorf ist es eher, oder Siedlung um, guckt nach brauchbaren Gegenständen und man kann dann nachher hier seine erste Basis, muss man eher sagen, aufbauen, wo man Leute zum Zuziehen bringen kann, mit Essen versorgen muss, mit Betten versorgen muss, mit Abwehranlagen, Strom und Wasser, was komplett optional ist und wirklich sehr schön. Was auch sehr schön ist, ist, wie man jetzt Sachen durchsucht. Man hat jetzt so ein Menü, dass man gleich sieht, was drin ist und nicht erst kurz warten zu müssen, bis das geöffnet ist, sondern man sieht gleich alles und es geht alles deutlich schneller von der Hand. Kurz in unser Sommerkleid geschlüpft und wir durchsuchen einen kaputten Hund, der uns eine Brechstange und etwas Tafelgeschirr freilegt und ein Gammler auffällt. Plus, was eine verbesserte Version mit ein bisschen Nebeneffekten bedeutet für uns. Und das ziehe ich mir natürlich gleich an, weil ich das auch cool finde. Und wir kommen zu unserem ersten Begleiter, Dogmeat. Hey Kumpel, was machst du denn jetzt allein hier draußen? In diesem Teil, so wie alle anderen Begleiter, nicht sterben kann, was mich sehr gefreut hat. Das ging nämlich in Fallout 3 noch, es sei denn, man hatte einen Perk, wo man Welpen ausbilden konnte, die dann an der Vault-Eingang auf einen gewartet haben. Hier kann man jetzt eine Beziehung zu Begleitern, gut zum Hund nicht, aufbauen. Man kann mit ihnen reden, was sie von Situationen halten, wie der Beziehungsstatus kann man abfragen. Je nachdem, welche Taten man vollbringt, findet es der Begleiter gut und man schaltet Sonderfähigkeiten und kleine Boni frei. Da hat jeder Charakter, ähnlich wie in GTA San Andreas, schon eigene Vorlieben. Die können nicht sterben. Man kann sie wann immer durchwechseln, man muss sie nur einmal finden. Ich glaube, es gibt 14 Stück insgesamt und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, was kann man noch zu dem Spiel sagen? Ah ja, ganz wichtig, es gibt jetzt eben keine Granaten mehr so als Waffen, sondern als Nebenwaffe, was ich ein bisschen komisch finde. Man kann sie dadurch auch nicht mehr im Wets benutzen. Und wir haben immer noch eine total lustige Physik-Engine und Waffen können nicht mehr kaputt gehen. Es gibt legendäre Waffen, was ein bisschen rollenspieltypischer ist. Die werden von legendären Gegnern gefallen lassen, die auch mutieren können und somit nochmal etwas härter werden und wieder volles Leben haben dann, wenn sie mutiert sind. Hier sehen wir jetzt schon meine Siedlung, meine anfänglichen Versuche. Man muss echt viel Zeug sammeln, kann dann im Grunde aus dem ganzen Katalog wählen, wie man unten sieht, und sich seine eigene Siedlung bauen, die verteidigen. Und das macht echt Laune. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Und es ist auch sehr nett, dadurch, dass man den Krieg überlebt hat und da einer aus der alten Zeit ist, reagieren die Leute ein bisschen anders auf einen. Und das finde ich sehr interessant gemacht. Vor dem Krieg stammst. Dem großen Krieg. Wie einer dieser alten Ghule. Ja, also mein abschließendes Fazit ist, sinnige Verbesserung. Es ist ein Fallout der nächsten Generation
Und wer mit Fallout 3 Spaß hatte, ist es ein würdiger Nachfolger. Kommen wir jetzt mal zu einem etwas anderen Teil. Da dieses Video so geschnitten ist, dachte ich mir, wie mache ich's? Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich werde einfach so ein bisschen nebenbei erzählen, wie mein Werdegang war, eben in diesen ersten 10 Stunden. Ich bin einfach frei Schnauze rumgegangen. Hier sieht man schön den Regeneffekt. Ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Der auch ganz hübsch ist, wie ich finde. Und sehr stimmungsvoll. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte. Sehr stimmungsvoll ist auch die Musik wieder, die um viele Titel erweitert wurde und noch den ganzen Fallout 3 Soundtrack drin hat. Was ich sehr schön finde, weil der mir sehr gut gefallen hat. Und ich den auch auf CD habe. Die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass man sich nicht. Aber nun gut, kommen wir zur eigentlichen Geschichte. Diese Frau möchte, dass wir eine Gruppe Raider, die sich in einer Werkstatt, nenne ich es jetzt mal, verschanzt haben, vernichten, weil die ihre Ernte haben wollen. Und das machen wir natürlich, weil wir wollen, dass sie sich unserer Kolonie, nenne ich es mal, anschließen soll, damit wir mehr Leute haben. Aber die halten nicht sehr viel von den Minutemen, denen ich jetzt angehöre, und die eigentlich nur den Leuten helfen wollen. Aber irgendwas ist wohl vorgefallen, dass das Vertrauen der Leute erschüttert hat. Und erschüttert hat mich auch dieser Fatboy. Da habe ich so aufgepasst und dann bin ich dennoch kaputt gegangen. Naja, kurzum geladen und einen anderen Weg eingeschlagen, was häufig das Sinnvollste ist. Und jetzt bin ich in so einem Art Altersheim gelandet, wo die Leute nicht so gut bei weggekommen sind. Also ich nehme an, es ist ein Altersheim. Aber nach kurzer Zeit bin ich auch an dieser besagten Produktionsstätte und dem Raider-Versteck angekommen und dachte mir so, ich warte auf die Nacht, schleiche mich dann an diesem Geschütz vorbei, um mich dann da Stück für Stück an den Leuten vorbeizukämpfen. Benutze all meine Fähigkeiten, mein technisches Geschick und schieße dann einfach dreimal gegen den Wagen. Und genau aus diesem Grund benutze ich gerne die manuelle Zielsteuerung. Und wenn man dann auch noch so Kim und Korn hat, trifft man besser, aber man geht dennoch häufig drauf, verliert die Arme oder wird, weil die Leute immer Molotow-Cocktails schmeißen müssen, immer in Brand gesteckt wird. Kurzum, dachte ich mir, warten wir mit dieser Quest. Wir gucken uns erstmal hier um. Und ich finde es sehr interessant, dass diese Farmen nur von Mr. Handys geführt werden und Mutterbeeren wollen, im Gegenzug zu Kronkorken. Das ist natürlich sehr löblich, dass sie uns bezahlen wollen, aber ich brauche diese Mutterbären ja selber für meine Siedlung, damit die Leute was zu fressen haben. Dann kam im gleichen Zug auch ein Notsignal rein, dem ich gefolgt bin, welches mich zu diesem Polizeirevier geführt hat, wo schon kräftig geschossen wird und eine Gruppe von der Bruderschaft von wilden Ghoulen angegriffen worden. Ich dachte mir so, vielleicht kann ich da was abstauben. Aber da ich ja ein guter Mensch bin, habe ich natürlich geholfen. Und ich habe hier Paladin Daniel, oder wie er heißt, gerettet. Und sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Nach kurzem Smalltalk haben wir uns entschieden. Gucken einfach, diese Explosion beachten wir gar nicht. Nach einer kurzen Konversation mit Paladin, Daniel, nenne ich ihn jetzt einfach mal, haben wir uns gedacht, schauen wir mal, können wir nicht zusammen eine Mission machen? Kurzum, haben wir das gemacht und haben diese Raketenbasis infiltriert, um zu gucken, was da vorgefallen ist. Und irgendwie sind alle Roboter, die dort angestellt waren, ohne größere Schäden kaputt gegangen. Und wir stoßen auf die Synth, die, wie man uns erzählt, von einer Gruppe von Wissenschaftlern gebaut werden,
und so Art Replikanten sind. Und wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, wie die Kollegen aussehen können wie richtige Menschen. Was in der Geschichte und uns noch zu gewissen Problemen und Fragen führen wird. Ausgezeichnet. Nachdem wir uns nach kurzer Zeit nach unten gekämpft haben, zu dem Antrieb einer Rakete und ich diesen Junkjet gefunden habe, die Türen verschlossen. Dieser Junkjet ist übrigens total witzig. Das muss ich doch mal erklären. Den gab es schon in Fallout 3 und der kann Schrott verschießen. Als Projektile. Naja, ich habe dieses Triebwerk übrigens lustigerweise benutzt, um diese ganzen Synth zu brutzeln und auch den Paladin. Aber das war gar nicht so schlimm, weil er hat es überlebt. Alles ist gut, wir sind jetzt beste Freunde. Ich bin Mitglied der Bruderschaft geworden und ich habe eine Waffe von ihm bekommen, die uns im späteren Verlauf der Geschichte auch noch aushelfen wird, weil sie sehr präzise ist. Man sieht auch hier schön, die Ghoule sind deutlich rabiater geworden. Sie schmeißen einen einfach in sich rein und töten einen auch häufig damit. Wenn ihr euch fragt, wo ich bin jetzt... Ist es Chicago, wo das spielt? Oh Gott, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Das tut mir leid, aber wir sind auf dem Weg zu Diamond City, was ich auch gekonnt ignoriere und vorbeirenne. Und Diamond City ist nicht eine komplette Stadt, Innerstadt, sondern einfach nur das Baseballstadion, wo die Leute auch nicht mehr ganz genau wissen, wie Baseball funktioniert, weil sie denken, dass man sich mit diesen Schlägern totgeschlagen hat. Naja, vor diesem Stadttor treffen wir auch auf die Carla Columna der Postmoderne mit dem wunderschönen Namen Piper. Und ich habe hier mal ein paar awkward Pausen zusammengeschnitten, die ich sehr witzig finde. Ja, und nach kurzem Anschweigen sind wir in der Stadt mit Piper und treffen auf ihre kleine Schwester, die diese Zeitung, die ihre große Schwester schreibt, vertreibt und bewirbt. Ich glaub dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Lady. Und sie denkt, wir sind blöd. Und apropos awkward Pausen, es gibt auch awkward Kamerafahrten, die irgendwie nicht ganz hinterherkommen. Nur um dann mich komisch anzugucken von der Seite, um dann doch mit der Schwester zu reden. Ich verstehe das alles nicht. Naja, hier erfahren wir ein bisschen mehr über das Institut, gucken uns einen Friseursalon an. Wenn man keinen Bock auf eine neue Frisur, sondern auf komplettes Facelifting hat, ist auch das hier möglich. Und der Hund schwebt in der Luft. Was macht er da links? Naja, gucken wir uns ein bisschen in Diamond City um, gucken uns die internen Geschäftszweige an, mit diesem Jungen, der wohl Kackwasser verkauft. Das ist gesundheitsgefährdend, Cheng. Naja, hier gibt es auch noch Valentine's Detective, wo ich am Anfang gedacht habe, das wäre ein Puff oder ein Freudenhaus mit Puffmutter und allem. Nein, es sollte sich als Fehler herausstellen, es ist tatsächlich ein Detektiv, der verschollen ist. Wo mein Lieblingsstadion war, ist jetzt ein Elendsviertel. Echt toll. Interessant, dass du das erwähnst. Ja, und man kann sarkastisch antworten, was man immer machen sollte, weil das ist schon sehr witzig. Es gibt auch auf YouTube Compilations, wo man sich die best sarkastischen Antworten anhören kann. Kann ich nur empfehlen. Ja, sie möchte nämlich ein Interview von uns und das geben wir, weil wir sie natürlich mitnehmen wollen. Nach einem kurzen Interview hat sie sich natürlich auch entschlossen, mit uns zu kommen. Wir lassen den Hund da, aber seht doch selbst. Tut mir leid, Junge. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Ja, den schicken wir nämlich einfach weg, setzen uns erstmal auf die Freundschaft hin und gucken in den Raum. Mein Bruder. Um dann auf der Straße zu einer Art Wir sind eine Familie. Komischen Situation zu kommen. Nein!
die aber fachmännisch von dem Sicherheitspersonal gelöst wird, indem sie einfach den Bruder zerschossen hat. Weil der behauptet hat, dass sein Bruder wiederum ein Replikant ist, beziehungsweise ein Sinn, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, ihr erinnert euch. Naja, kommen wir nun zu einer sehr schönen, wie auch traurigen Episode meines Abenteuers. Denn es geht um wilde Ghule. Man hat uns gebeten, diese loszuwerden. Ähnlich der Aufgabe mit den Raidern. Und das Problem ist dieser leuchtende Ghul, der diesen Totenkopf hat in seiner Lebensanzeige. Was heißt, der tritt dir so hart in den Arsch, dass du kein Licht mehr siehst. Macht keinen Sinn. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und das Problem ist, dass diese Ghule von dieser leuchtende radioaktiv sind. Radioaktivität funktioniert mittlerweile etwas anders, wie ihr links unten seht. Wenn ich getroffen werde, steigt diese an und verringert den möglichen Balken meines Lebens, was häufig dazu führt, dass ich genau sterben werde. Und je radioaktiver man ist, desto weniger Leben hat man im Grunde. Kann man von einem Doc sich gegen 50 Kronkorken auch wieder entfernen lassen? Alles nicht so wild. Geht aber ins Geld auf Dauer. Und davon hat man tatsächlich nicht so viel. Nun ja, ich bin gestorben. Und jetzt kommen ein paar schöne Sterbeszenen, wie ich zum Beispiel über diesen Baumstumpf gefallen bin. Und ich wusste dann, ich brauche einen Plan. Also versuchte ich, möglichst schnell diesen Leuchtenden auszuschalten, indem ich einfach in die Luft schlage. Oder einen Molotow werfe, weil ich dachte, ja, Molotow ist effektiv. Ich sag euch eins, es ist nicht so effektiv. Und auch nicht effektiv ist, wenn man einfach zweimal rechts daneben schießt, obwohl er schon an der Waffe, an der Mündung klebt mit dem Gesicht. Nun gut, nächster Plan war, wir versuchen erst alle Ghule aus sicherer Entfernung, ohne den Leuchtenden anzulocken, auszuschalten, was sich auch als schwierig herausstellt, weil es plötzlich echt viele werden. Und das auch nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Gut, schnell die Automatik ausgepackt und es nochmal versucht. Leider auch ohne Erfolg. Dann dachte ich mir, gucken wir mal die Waffen durch, was ich häufig tue in einer Lage, wo ich nicht mehr weiter weiß. So dachte ich mir, nehmen wir doch einfach ein paar Minen und jagen die in die Luft. Vielleicht machen die genügend Schaden. Aber nein, machen sie nicht. Dann ist mir eingefallen, ich habe noch ein Fusionsgewehr, welches, wie ich festgestellt habe, sehr effektiv und präzise vor allem ist. So war mein Plan. Suchen wir uns einfach eine höher gelegene Position, weil hohe gelegene Positionen immer taktische Vorteile bringen, weil die ja nicht klettern können. Und auch wenn es, glaube ich, nicht gedacht war, dass man da hoch kann, habe ich es da hoch geschafft, um dann von oben die Leute wegzuballern und dann kurz darauf in diesen Trailer zu fallen. Und ich dachte, ihr denkt euch jetzt, das ist ja eine super Ausgangslage, doch die Tür ist gesperrt und erfordert Meister. Soll heißen, ich mit meinem Anfängerskill komme da nicht raus, weil ich sie nicht knacken kann. Ich kann zwar viel mitnehmen, aber es macht ja auf lange Sicht keinen Sinn. Wie ihr seht, ich wollte meinen Spielstand laden, ging auch nicht, oder ging schon, aber das hätte mich eine Stunde zurückgeworfen. Das heißt, Mine gelegt, Mine draufgetreten, funktioniert nicht, drauf geschossen, funktioniert, wieder mal gestorben. Aber der Plan war prinzipiell nicht schlecht, dachte ich mir. Und da es mich bei der Roadrunner-Serie immer genervt hat, dass man immer nur etwas einmal versucht und dann nie wieder, obwohl es vielleicht einfach nur blöd gelaufen ist. Gleicher Plan nochmal. Diesmal gucken, dass man nicht runterfällt, die Ghule anlockt und dann einfach nach und nach killt. Das ist übrigens ein sehr schöner Trailerpark mit Pool und einer schönen Rezeption. Gefällt mir gut. Tja, nachdem alle normalen Ghule kaputt waren, hieß es, diesen letzten Ghul zu killen. Und das ist nicht so einfach. Habe ich eigentlich erwähnt, bevor ich es vergesse. Man kann übrigens sprinten, was dann AP kostet. Auch eine sehr schöne Sache. Nun ja.
Jetzt hieß es vom Trailer runter, Ghoul anschießen, Trailer hoch, weiterschießen, Ghoul geht spazieren, wieder anlocken und immer so weiter. Ziemlich nervig, aber es hat funktioniert. Ich habe 40 Erfahrungspunkte bekommen und die Mission geschafft. Juhu! Und dann war ich eigentlich auch schon wieder auf dem Weg durchs Ödland zur neuen Mission. Und dachte mir, hey, da war doch noch was. Ach ja, diese Raider-Mission, die ich nicht geschafft habe. Und da ich gemerkt habe, dass Piper es mag, dass man Leuten hilft, dachte ich mir, helfen wir den Leuten und infiltrieren diese Produktionsstätte, wie ich sie gerne nenne, mit ihr, was auch ganz gut funktioniert hat. Ich habe sie zwar auf dem Weg ein paar Mal verloren, aber das passiert halt nun mal. So, kurzerhand alles gekillt. Wir haben mittlerweile auch eine geilere Rüstung. Man kann jetzt nämlich auch Rüstung aus Komponenten anlegen. Zum Beispiel eine Schulterplatte anlegen. Und man findet da auch so ein paar legendäre Ausrüstungsgegenstände, die man wiederum von legendären Gegnern findet, die dann auch eben mutieren. Das habe ich, glaube ich, ja schon erzählt. Naja, ist auf jeden Fall ganz cool gewesen, denn am Ende, als ich fertig war, habe ich diese Röhre gefunden, die mich nach draußen führt, wo ich mir gedacht habe, hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich auch so reingekonnt. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer, sage ich mal. Jetzt wollte ich euch hier mal an der Stelle auch mal ein bisschen dieses Handwerken zeigen. Wie man sieht, man braucht auch gewisse Perks für manche Sachen. So Standard kann man eigentlich immer. Und man kann sich die Waffen so zusammenbauen, je nachdem, was für eine Waffe das ist, kann man mehr Komponenten dran bauen. Man kann theoretisch aus einer Pistole so lange dran rumschrauben, bis es wirklich ein ausgewachsenes Scharfschützengewehr ist. Klingt komisch, funktioniert aber ganz gut. Es gibt sogar Nachtsichtvisiere, was ganz geil ist. Rechts sieht man auch immer, was benötigt wird. Und manche Sachen sind echt rar. Man muss schon gucken, was man alles mitnimmt. Am besten ist eigentlich, sich so eine kleine Tabelle oder eine Übersicht zu machen, was beinhaltet. Und es ist so ein System, man kann nicht die beste Waffe machen, es ist so ein Hin und Her. Aber man kann sich so seine optimalen Waffen zusammenbauen und die dann immer dabei haben. Zu guter Letzt wollte ich dann nochmal dieses Hochhaus infiltrieren, welches ich sehr interessant fand, was aber auch wieder mit Raidern geflutet war. Und nach häufigem Sterben habe ich irgendwie eine Taktik gefunden, mich Stockwerk zu Stockwerk hochzukämpfen und bis aufs Dach zu gelangen, was sich auch mehr oder weniger gelohnt hat, weil ich einiges an Munition gesammelt habe für eine Waffe, wo ich echt ans Limit kam. Aber ansonsten hat mir das eigentlich nichts gebracht, außer ein Level. Apropos Level, dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Das Leveling hat sich ein bisschen geändert. Man braucht jetzt gewisse Levelstufen, auch bei Perks, um andere Sachen freizuschalten, was sehr gut funktioniert. Auf dem Dach endlich angekommen, habe ich mir gedacht, wenn wir schon so viel Munition haben, hier oben sind, ärgern wir doch ein paar Supermutanten, was auch ganz gut funktioniert hat. Und ja, das waren im Grunde kurz zusammengefasst ein paar Geschichten aus meinem Fallout 4 Erlebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wollt nie wieder so ein Video sehen. Ich verabschiede mich und sage bis auf dann. Das war's von mir, dem Jan.